Für mich war es eigentlich eine leichte Sache, weil ich durch diese Rosskur dieser pharmakologischen Untersuchungen hindurch musste. Und da war es mir ein Anliegen, einen Beruf zu wählen, also nicht Arzt zu werden, sondern als Heilpraktiker zu arbeiten, wo ich den Menschen nicht schaden kann. Aber der Heilpraktiker ist kein leichter Beruf. Der Heilpraktiker ist ein Beruf, wo du mit zum Patienten sofort eine seelische Verbindung herstellen musst. Wenn du ihn nur als ein Objekt betrachtest, der etwas hat, dann hat er kein Vertrauen zu dir. Der geht ja zum Heilpraktiker nur deswegen, weil ihm die Ärzte nicht helfen können. Und das war für mich eine ganz wichtige Sache. Und was ist denn nun Krankheit? Ist Krankheit etwas, dass dir irgendwas fehlt? Oder dass du irgendeinen Leidensprozess durchmachst, ja? Und den machst du jetzt an einer Diagnose fest. So leicht geht das nicht. Sondern da ist zunächst mal der ganze Mensch krank. Und du musst den ganzen Menschen annehmen, so wie er ist. Nur dann findest du zu ihm einen seelischen Zugang. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Naturheiler fühlt sich in den Patienten ein und versucht ihn auch privat ein bisschen zu berühren. Also, dass er über seine Privatsituation erzählt. Das machen zwar die bei den Ärzten auch, aber genau genommen ist es ihnen wurscht. Denn sobald der Patient draußen ist, kommt der Nächste rein. Und der Heilpraktiker hat am Tag vielleicht 4, 5 Patienten, wenn es hochkommt. Der Heilpraktiker geht mit dem Patienten eine Verschwörung ein. Ja, was heißt denn das? Eine positive Verschwörung. Nämlich er versucht, den inneren Arzt anzusprechen in dem Patienten. Dieser innere Arzt ist, sagen wir mal, der Archäus, so wie das der Paracelsus gesagt hat. Er ist der innere Geist, der heilen kann, der die Selbstheilungskräfte anregen kann. Und die versucht der Heilpraktiker zu stimulieren, anzuregen. Jetzt erst hat der Patient kein Abhängigkeitsgefühl vom Therapeuten und zweitens auch von keinen Medikamenten. Ich versuche, seine Selbstheilungskräfte anzuregen und ihn innerlich positiv umzustimmen. Das geht aber nur, wenn ich seine Seele erreiche. Wenn der Heilpraktiker den inneren Arzt beim Patienten erweckt hat, dann werden diese Selbstheilungskräfte aktiviert. Er bekommt einen positiven Impuls und der durchdringt ihn. Er geht nach Hause und träumt vielleicht davon. Er sieht sich plötzlich gesund.